Nummer 1. Seit fast 4 Jahrzehnten die gute Seele von Austria-Klagenfurt. Ist durch alle Höhen und Tiefen mit den Violetten gegangen. Hat immer wieder für Unterhaltung gesorgt, hat sich geärgert, hat sich gefreut. Und ich werde dich Anna fragen, wie viele Spiele hast du eigentlich in den letzten fast 40 Jahren versäumt? Kann ich nicht mehr so. Hast du eins versäumt? Passt das? Warst du einmal krank oder? Alle Spiele eigentlich gesehen? Ja. Alle Abstiege, alle Aufstiege, alle Siege, alle Niederlagen. Ja, jetzt will man wohl aufsteigen, oder? Ja, das wollte ich fragen, wie hast du das jetzt erlebt? Jetzt haben sie ja schon 30 Punkte Vorsprung, jetzt muss ja wohl was gehen, oder? Ich glaube, aber das habe ich vermisst. Ich habe einen einzigen Fußballer heute da gesehen und der hat getanzt. Ja, das ist ja ein Grundsportort, oder? Anna, alles Gute. Eines muss man natürlich sagen, die Anna hat nicht nur der Austria ständig geholfen, sie war bis knapp 2007, 2008, was auch im Sportamt beschäftigt und hat uns unterstützt. Und das soll auch ein ganz großes Dankeschön sein dafür. Danke. Alles Gute und wir wünschen dir und der Austria den Aufstieg.